Als das erste Licht der Dämmerung durch die Buntglasfenster des mittelalterlichen Europas fällt, erwacht eine Welt, umhüllt von Geheimnis, Aberglauben und roher Brutalität. Willkommen im Mittelalter, das von dem Untergang des Römischen Reiches im 5. Jahrhundert bis zum Beginn der Renaissance im späten 15. Jahrhundert reicht. In seinem Schoße herrschten große Könige wie Richard der Löwenherz, während Philosophen wie Thomas von Aquin tiefergehende Wahrheiten suchten. Doch für die durchschnittliche Seele war das Leben ein unerbittlicher, oft kurzlebiger Kampf. Stellen Sie sich für einen Moment das Jahr 1348 auf einem belebten Marktplatz vor. Der unheilvolle Schatten des schwarzen Todes droht, getragen von Flöhen auf Ratten, und fordert fast ein Drittel der Bevölkerung des Kontinents. Wie würden Sie sich gegen einen so tödlichen und unsichtbaren Feind wehren, ohne das Wissen der modernen Medizin? Können Sie das Läuten der Kirchenglocken hören, das nicht nur die Stunden, sondern auch die zu früh genommenen Seelen markiert? In den Worten des produktiven Schriftstellers Geoffrey Chaucer: Das Leben ist kurz, das Handwerk so lange zu lernen. Dieses Sprichwort gilt für das Mittelalter, wo eine einfache Infektion ihr Ende bedeuten könnte, wo Hungersnöte das Land mit knochigen Fingern packen und wo die Unberechenbarkeit der Feudalherren das Leben im Handumdrehen auf den Kopf stellen könnte. Begleiten Sie uns auf dieser labyrinthischen Reise durch diese Epoche, bei der wir die Strapazen, Gefahren und die schiere Unberechenbarkeit des Lebens im Mittelalter enthüllen und aufdecken, warum das Überleben in dieser Zeit ein Spiel mit den höchsten Einsätzen war. Willkommen im Tagebuch von Julius Cäsar. Alchemie der Leiden, der bittersüße Trank der mittelalterlichen Medizin. Im Herzen des mittelalterlichen Europas bewegten sich Apotheker und Ärzte auf der feinen Linie zwischen Mystik und Medizin. Als die Kirchenglocken läuteten, die Gläubigen zum Gebet riefen, erkundeten die Heilkünstler eine Welt voller Kräutermixturen, geflüsterten Beschwörungen und jahrhundertealten Heilmitteln, die am Rande von Magie und Logik tanzten. Betreten Sie eine Zeit, in der die Welt nicht nur durch Land und Meer, sondern auch durch die vier Säfte kartiert wurde: Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle. Für den mittelalterlichen Arzt war die Gesundheit eine harmonische Symphonie dieser Säfte, und wenn Unstimmigkeiten auftraten, kamen Eingriffe wie das Aderlassen ins Spiel. Tatsächlich wurde die Kunst der Venensektion oder das Schneiden einer Vene zu einer modischen Lösung, um die Säfte wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wobei sogar die heilige Hildegard von Bingen, eine Äbtissin des Benediktinerordens aus dem 12. Jahrhundert, ihre Vorteile befürwortete. Doch die Welt der mittelalterlichen Medizin beschränkte sich nicht nur auf das Spiel von Lanzetten und Skalpellen. Blutegel, diese schleimigen, blutsaugenden Ringelwürmer, fanden ihren Platz im Werkzeugkasten des Heilers. Liebevoll als Arzthelfer bezeichnet, wurden sie eingesetzt, um schlechtes Blut aus einem Patienten zu ziehen, in der Hoffnung, Vitalität und Kraft wiederherzustellen. Das sanfte Wellen eines Blutegels auf der Haut wurde für viele, die Linderung von Beschwerden suchten, von Fiebern bis zu Gelenkschmerzen, zu einem vertrauten Gefühl. In dieser Welt stiegen Persönlichkeiten wie Avicenna, ein persischer Universalgelehrter, empor. Sein Hauptwerk, der Kanon der Medizin, wurde zum Standardlehrbuch für europäische Medizinschulen und verband die Lehren von Aristoteles und Galen zu einem umfassenden Leitfaden. Darin enthalten waren detaillierte Notizen über den Puls, seine Arten und Rhythmen, die Aufschluss über den inneren Gesundheitszustand eines Patienten gaben. Doch für jede glänzende Erkenntnis gab es Praktiken, die die moderne Seele erschütterten. Das Fehlen von Anästhesie verwandelte beispielsweise chirurgische Kammern in Echokammern der Qual. Das Bohren bei einem Trepanationsverfahren, das dazu bestimmt war, Druck auf das Gehirn zu lindern, oder der Schnitt einer Amputation wurden mit zusammengebissenen Zähnen, Lederriemen zum Draufbeißen und manchmal nur einem Schluck starkem Gebräu ertragen. Die schnelle Hand des Chirurgen war oft die einzige gewährte Gnade. Ein besonders neugieriges Kapitel in dieser Ära war die weit verbreitete Verwendung von Theriak. Ursprünglich formuliert, um Gifte zu neutralisieren, enthielt diese Verbindung eine Kakophonie von Zutaten, einschließlich Fleisch von Vipern. Ihr Ruf stieg derart in die Höhe, dass sie zu einem Allheilmittel wurde, unterstützt von niemand anderem als dem verehrten Arzt Galen. Das Erbe des Theriak hielt an. Sein Rezept und seine Zubereitung entwickelten sich weiter, wodurch er zu einem der bekanntesten Heilmittel der Antike
und des Mittelalters wurde. Obwohl die Landschaft der mittelalterlichen Medizin mit Fallen und Eigenheiten übersät war, war sie auch ein Reich unermüdlicher Neugier. Die Regale des Apothekers waren voll von Kräutern wie Johanniskraut und Fingerhut. Gerüchte über Heilmittel aus fernen Ländern wie China und Indien webten sich in das Bild ein. Und Geschichten von legendären Gewässern und heilenden Quellen zogen Suchende von nah und fern an. Dies war das Zeitalter, in dem Bath in England als Zentrum therapeutischer Bäder blühte, dessen Wasser von Sulis Minerva, einer Mischung aus römischen und keltischen Gottheiten, als gesegnet betrachtet wurde. Und während in Klöstern verfasste Manuskripte die Weisheit der Alten weitergaben, wagten fabelhafte Figuren wie der mythische Alchemist Paracelsus traditionelle Normen herauszufordern und führten Konzepte wie die Lehre der Signaturen ein. Diese Lehre besagte, dass Gott Pflanzen mit einem Zeichen oder einer Signatur markierte, die ihre medizinischen Verwendungen anzeigte. Eine Walnuss, die einem Gehirn ähnlich sah, wurde daher als nützlich für die Gesundheit des Gehirns betrachtet. Schatten der Gerechtigkeit, Verbrechen und Strafe im mittelalterlichen Wandteppich. In den Kopfsteinpflasterstraßen des mittelalterlichen Europas entfaltete sich eine Geschichte, umhüllt von sowohl Terror als auch Intrige. Es war eine Zeit, in der die Gerechtigkeit ein anderes Gesicht trug als das, was wir heute erkennen. Das Rechtssystem des Mittelalters, voller eigener Besonderheiten, war sowohl ein Spektakel als auch eine strenge Warnung an diejenigen, die den moralischen Kodex der Epoche zu trotzen wagten. Tauchen Sie zurück ins 12. Jahrhundert, in die belebten Straßen von London. Hier könnte man den berüchtigten Tyburn-Baum finden, ein Galgen, an dem öffentliche Hinrichtungen an der Tagesordnung waren. Geflüstert unter der Menge konnte man Geschichten von dem legendären Gesetzlosen Robin Hood hören, der das System herausforderte, sehr zum Ärger des Sheriffs von Nottingham. Die Geschichte, obwohl in unzähligen Erzählungen verklärt, bezog ihre Inspiration aus der harten Realität der Zeit. Jahrhunderte zuvor hatte König Æthelred von England die Blendung und Verstümmelung von Verbrechern sanktioniert. Dieses Dekret, bekannt als die Gesetze des Æthelred, wurde zum Vorläufer der brutalen Behandlungen des Strafsystems. Als die Städte wuchsen und bevölkerungsreicher wurden, wurde die Aufrechterhaltung der Ordnung von größter Bedeutung. Daher wurden schwere Strafen zu einem Instrument der Abschreckung. Und das Mittelalter war nicht fremd darin, Exempel an seinen Übeltätern zu statuieren. Während London seinen Tyburn-Baum hatte, hatte Frankreich sein eigenes, berüchtigtes Denkmal der Gerechtigkeit, die Bastille. Ursprünglich im 14. Jahrhundert als Festung erbaut, wurde sie später als Staatsgefängnis verwendet. Hier waren die Gefangenen nicht nur gewöhnliche Verbrecher. Mit der Zeit wurde es zu einem Haftzentrum für hochkarätige Insassen, einschließlich des unglückseligen Marquis de Sade und des rätselhaften Mannes in der eisernen Maske. Jenseits der Gewässer in Italien hatte die Gerechtigkeit ihren eigenen besonderen Charakter. Die Venezianische Republik mit ihren labyrinthartigen Kanälen und Maskenbällen hielt ihre Prozesse im Dogenpalast ab. Die Seufzerbrücke, heute ein romantisches Symbol, war einst Zeuge der leisen Klagen der Gefangenen, die zu ihren Zellen geführt wurden und den letzten Blick auf die Stadt erhaschten. Der Dichter Lord Byron würde Jahrhunderte später ihre Trauer mit den Zeilen verewigen. Ich stand in Venedig, auf der Seufzerbrücke, ein Palast und ein Gefängnis auf jeder Seite. Und dann gab es die Prozesse, oft genauso sehr ein Spektakel wie über die Gerechtigkeit. Nehmen Sie den dramatischen Prozess im 15. Jahrhundert von Johanna von Orleans. Beschuldigt von allem, vom Crossdressing bis zur Ketzerei, wurde Johannas Prozess zu einem religiösen und politischen Karneval. Ihr schließliches Martyrium auf dem Scheiterhaufen in Rouen bleibt eine der eindringlichsten Erinnerungen an den strengen Griff der Epoche auf Konformität und Orthodoxie. Eine weitere neugierige Methode, Schuld festzustellen, war der Gottesurteil. Auf der Überzeugung basierend, dass göttliches Eingreifen den Unschuldigen retten würde, beinhalteten diese Prozesse gefährliche Aufgaben. Man könnte aufgefordert werden, glühendes Eisen zu halten oder den Arm in kochendes Wasser zu tauchen. Wenn ihre Wunden sauber heilten, wurden sie für unschuldig erklärt. Andernfalls mussten sie die Konsequenzen ihres vermeintlichen Verbrechens tragen. In Spanien markierte die Gründung der Inquisition im späten 15. Jahrhundert ein düsteres Kapitel in den Annalen der Gerechtigkeit.
Angeführt von Figuren wie Thomas de Torquemada, verfolgte diese Institution Ketzer und bestrafte sie. Die Autos da Fe, öffentliche Bußakte, wurden zu großen öffentlichen Schauspielen, die die erschreckende Reichweite von religiöser und staatlicher Macht unterstrichen. In einer Zeit, in der die Gesellschaft am Rande des Wandels stand, mit der Renaissance am Horizont, spiegelte das Strafsystem sowohl die Ängste als auch die Bestrebungen einer sich verändernden Welt wider. Durch den rauchigen Dunst der Geschichte kann man fast das Klirren des Gefängnisschlüssels, das Murmeln der Menge und die leisen Gebete derer hören, die auf Gerechtigkeit warten oder vielleicht nur auf ein bisschen Barmherzigkeit. Geflüster in der Wiege, die zarten Qualen der mittelalterlichen Mutterschaft, im gedämpften Schein eines mittelalterlichen Herdes, wo Schatten tanzten und Geschichten von einst erzählt wurden, entfaltete sich in unzähligen Häusern in ganz Europa eine andere Erzählung, intim und herzzerreißend. Es war die Geschichte der Mutterschaft, eine Reise, die von tiefer Liebe geprägt war, aber auch vom ständig drohenden Schatten des Verlusts. Stellen Sie sich die belebten Straßen des 13. Jahrhunderts in Paris vor, wo Handwerker ihre Waren anpriesen und Kinderlachen widerhallte. Doch innerhalb der Wände von Fachwerkhäusern spielten sich Szenen stiller Erwartung ab. Schwangere Mütter, in fließende Gewänder gehüllt, erwarteten den Moment der Geburt, oft umgeben von weiblichen Verwandten und Hebammen. Diese weisen Frauen, Hüterinnen von Geburtsgeheimnissen, die über Generationen weitergegeben wurden, waren die zentralen Stützen während der Geburt. Trotz ihres Wissens über Kräuter und jahrhundertealte Techniken standen die Hebammen der Zeit jedoch vor Herausforderungen, die die moderne Medizin inzwischen überwunden hat. Infektionen, Komplikationen bei der Entbindung und ein Mangel an chirurgischer Expertise verwandelten oft, was Momente der Freude sein sollten, in tragische Episoden. Königin Eleonore von Kastilien, Ehefrau von Englands Eduard I., war ein ergreifendes Zeugnis dieser Gefahren. In ihrem Leben durchlebte sie 16 Schwangerschaften, aber nur 6 ihrer Kinder überlebten bis ins Erwachsenenalter. Ihre Geschichte war nur eine von unzähligen anderen, die ein Mosaik aus mütterlicher Liebe und Verlust webten. Kinder, diese kleinen Leuchtfeuer der Hoffnung und Fortsetzung, wurden zutiefst gehegt. Doch dem ersten Schrei eines Neugeborenen folgten oft geflüsterte Gebete, die um Schutz vor Krankheiten wie Pocken, Unterernährung und den zahlreichen Gefahren baten, die in der mittelalterlichen Welt lauerten. Die Zerbrechlichkeit des Kleinkindlebens war so groß, dass viele Kinder erst benannt wurden, nachdem sie die gefährlichen ersten Wochen überstanden hatten, eine Praxis, die auf den vorsichtigen Optimismus der Eltern hinwies. Historische Chroniken sind voller herzzerreißender Anekdoten von Königen und einfachen Menschen gleichermaßen. Nehmen Sie zum Beispiel die Geschichte von Johanna von England, der geliebten Tochter von König Johann. Kaum aus dem Säuglingsalter heraus wurde sie verlobt und auf eine lange Reise zu dem Reich ihres zukünftigen Ehemanns geschickt. Tragischerweise sollte sie die Reise nie beenden und starb unterwegs an unvorhergesehenen Komplikationen. Der zarte Tanz von Geburt und Sterblichkeit war nicht nur das Reich von Müttern und Säuglingen. Väter, oft als stoische Figuren dargestellt, trugen ihren Teil des Herzschmerzes. Die Worte von König Jakob, dem Ersten von Schottland, verfasst in seinem Gedicht »The King is Queer«, spiegeln die Tiefe der Trauer eines Vaters wider. Das Schicksal hat ihren Honig mit Galle gemischt. Solche Empfindungen fanden Resonanz in unzähligen Haushalten, wo die Freude über die Geburt eines Kindes oft durch das Gewicht der Ungewissheit getrübt wurde. Während die Jahre zu Jahrzehnten und Jahrhunderten wurden, suchte die Gesellschaft Trost und Verständnis. Religiöser Glaube bot oft einen Balsam für verwundete Herzen. Taufen wurden hastig durchgeführt, um sicherzustellen, dass selbst wenn die Zeit eines Kindes auf der Erde kurz war, ihre Seelen ewigen Frieden finden würden. Friedhöfe, diese stillen Hüter der Erinnerungen, zeugten von dem Ausmaß des Verlusts. Winzige Grabsteine, oft mit kindlichen Motiven und zärtlichen Inschriften verziert, zierten die Landschaft. Jeder markierte ein Leben, das, wenn auch flüchtig, existierte. In einer Welt, in der Minnesänger von epischen Schlachten und höfischer Liebe sangen, malten die leisen Wiegenlieder, die eine Mutter ihrem kranken Kind vorsang, oder die stillen Tränen eines Vaters, der um seinen verlorenen Nachwuchs trauerte, ein anderes Porträt von Heldentum. Es war ein Heldentum, das nicht aus großen Taten auf Schlachtfeldern entstand, sondern aus der stillen Widerstandsfähigkeit,
die angesichts der tiefsten Sorgen des Lebens gezeigt wurde. Im Schatten der Lanzen, die Anziehungskraft und Überlieferung mittelalterlicher Turniere, inmitten der Wandteppiche des mittelalterlichen Europas, wo Troubadoure unter sternenklarem Himmel sangen und höfische Liebe blühte, malten das donnernde Echo von Hufen und klirrendem Stahl eine krass kontrastierende Szene. Dies waren die Arenen der ritterlichen Turniere, wo Ritterlichkeit auf Chaos traf und Geschichten von Tapferkeit in Schweiß, Blut und dem Glanz von polierten Rüstungen geschrieben wurden. Als die ersten Sonnenstrahlen die Wiesen Nordfrankreichs im 12. Jahrhundert küssten, konnte man einen Blick auf galante Ritter werfen, deren Rüstung glänzte und die sich auf das Turnier des Tages vorbereiteten. Diese frühen Turniere waren chaotische Handgemenge, mehr ähnlich nachgestellten Schlachten als den strukturierten Turnieren späterer Zeiten. Ritter würden in der Masse aufeinanderprallen, versuchen, ihre Kameraden zu fangen und Lösegeld für sie zu verlangen, in einem Tanz des Kampfes, der die brutalen Realitäten der mittelalterlichen Kriegsführung widerspiegelte. Doch als Jahrzehnte zu Jahrhunderten wurden, entwickelte sich das Gesicht des Turniers weiter. Die chaotischen Handgemenge machten organisierten, ritualisierten Wettkämpfen Platz, wobei das Lanzenstechen als beliebtes Spektakel hervortrat. Bei diesen Veranstaltungen würden zwei Ritter aufeinander losgehen, getrennt durch eine hölzerne Barriere, bekannt als der Tilt, ihre Lanzen mit Präzision zielend, mit der Absicht, ihren Gegner aus dem Sattel zu werfen. Die schiere Kraft eines solchen Zusammenstoßes glich oft dem Gewicht eines kleinen Autos, das abstürzt, und verwandelte die Arena in einen heiklen Spielplatz. Namen wie William Marshall, ein Ritter von solchem Ruhm, dass seine Heldentaten legendär wurden, hinterließen ihre Spuren in diesen Wettkämpfen. Marshall, der die tückische Politik des 12. Jahrhunderts am Plantagenethof navigierte, bewies häufig seine Tapferkeit bei Turnieren und erwarb sowohl Reichtum als auch einen Ruf, der ihn als Regenten für den jungen König Heinrich III. Dienen ließ. Aber die Turniere waren nicht nur für den individuellen Ruhm. Es waren gesellschaftliche Ereignisse, die Zuschauer aus allen Gesellschaftsschichten anzogen. Unter den Zuschauern könnte eine Jungfrau einen Gefallen tun, vielleicht ein Taschentuch oder ein Band ihrem ausgewählten Ritter, ein Symbol ihrer Wertschätzung und ein Talisman für seinen Erfolg. Diese Gesten förderten die romantischen Erzählungen, die um Turniere gewoben wurden, und verknüpften Liebe und Krieg in einem fesselnden Ballett. Von den Rängen aus beobachteten Könige und Adlige mit großem Interesse. Richard Löwenherz, der englische König, bekannt für seinen Kreuzzugseifer, war ein begeisterter Fan dieser Spiele. Seine Anwesenheit bei einem Turnier war ein Zeugnis für seine Bedeutung und verlieh dem ohnehin schon großartigen Anlass einen Hauch von Majestät. Doch unter all der Pracht und dem Prunk lauerte immerwährende und undifferenzierte Gefahr. Heinrich II. Von Frankreich fand sein tragisches Ende bei einem Lanzenstechunfall im Jahr 1559, als ein Splitter von einer zerbrochenen Lanze sein Auge durchbohrte. Solche Vorfälle unterstrichen die tödliche Natur dieser Spiele, bei denen die Linie zwischen Triumph und Tragödie gefährlich dünn war. Auch die Ausrüstung zeugte von den inhärenten Risiken. Mit der Zeit entwickelte sich das Design der Turnierlanzen weiter, mit Merkmalen wie dem Coronel, einer dreizinkigen Spitze, um die Chance der Durchdringung zu reduzieren, aber die Wahrscheinlichkeit des Bruchs B-Aufprall zu erhöhen, was ein visuelles Spektakel bot. Auch die Helme wurden schwerer, ihre Visiere verengten sich, um die Exposition zu minimieren. Doch trotz aller Gefahren blieb die Anziehungskraft des Turniers unwiderstehlich. Ihre magnetische Anziehungskraft wurde eloquent von Geoffroy de Charny, einem Ritter und Autor des 14. Jahrhunderts, eingefangen, der sinnierte: Ihr werdet Ritter und Knappen sehen, alt und jung, die alle versuchen, sich gegenseitig zu schlagen, und sie würden lieber sterben, als sich zurückzuziehen. Solch war die Ethik, die diese Ereignisse befeuerte, eine Mischung aus Mut, Kameradschaft und einer Suche nach Ehre. Echos der Schlacht, die Belagerungskunst und Scharmützel mittelalterlicher Macht. Der Wind flüsterte Geschichten von Heldentum und Tragödie, während er durch die kampfgezeichneten Landschaften des mittelalterlichen Europas wehte. Ein Reich, in dem das Klirren von Stahl unablässig erklang und in dem hohe Mauern sowohl als Beschützer als auch als Gefängnisse dienten. Das Mittelalter, mit seinem reichen Teppich aus Eroberungen und Verteidigungen, war eine Epoche,
in der Königreiche mit dem Auf und Ab von Kriegen, Belagerungen und endlosen Konflikten aufstiegen und fielen. Im Jahr 1066, ein Datum, das für immer in den Annalen der Geschichte verewigt ist, sah die Schlacht von Hastings Wilhelm den Eroberer von der Normandie an die englischen Küsten segeln. Sein Triumph verwandelte England, aber der Konflikt endete nicht bei Hastings. Die normannischen Eroberer mussten viele englische Festungen belagern, um ihre Herrschaft zu festigen. Es war der Beginn einer Reihe von Belagerungen, die die mittelalterliche Landschaft für Jahrhunderte prägen würden. Jenseits des Kanals standen die majestätischen Mauern von Carcassonne in Südfrankreich trotzig. Mit Beginn des Albigenserkreuzzugs im 13. Jahrhundert würden diese Mauern die dramatische Belagerung erleben, die Simon de Montfort gegen die Katharer, eine als heretisch geltende religiöse Gruppe, führte. Die Dauer der Belagerung und der entschlossene Widerstand wurden in zahlreichen Geschichten verewigt und zeichneten ein lebhaftes Bild einer Stadt in Bedrängnis, deren Bewohner zwischen Hoffnung und Verzweiflung schwankten. Allerdings waren nicht alle Belagerungen von monatelangem Warten und Ausharren geprägt. Innovationen in der Belagerungskriegsführung, wie das Tribock, veränderten die Dynamik der Schlachten für immer. Als Richard Löwenherz die Burg von Chalus-Chabrol im Jahr 1999 belagerte, war es ein verirrter Pfeil aus einer Armbrust, der ihn wahrscheinlich suchend nach Lücken in den Burgverteidigungen tödlich verletzte. Sein Tod symbolisierte die unberechenbare Natur der mittelalterlichen Kriegsführung, in der selbst Könige nicht vor den Launen des Schicksals geschützt waren. Da war dann noch Konstantinopel, das strahlende Juwel des Ostens. Seine massiven Mauern, erbaut von Kaiser Theodosius II. Im 5. Jahrhundert, hatten zahlreiche Angriffe abgewehrt, einschließlich derer von arabischen und russischen Eindringlingen. Aber im Jahr 1453 legte Sultan Mehmed II., bewaffnet mit riesigen Kanonen und einer wilden Entschlossenheit, Belagerung an die byzantinische Hauptstadt. Nach einer unerbittlichen 53 Tage andauernden Belagerung fiel die Stadt, was das Ende des byzantinischen Reiches markierte und den Weg für den Aufstieg der osmanischen Türken ebnete. Im Hinblick auf den Osten waren die Kreuzzüge eine Reihe von religiös motivierten Feldzügen, bei denen europäische Ritter versuchten, das Heilige Land aus der muslimischen Herrschaft zurückzugewinnen. Die Belagerung von Jerusalem im Jahr 1099 war eine besonders erschütternde Episode. Chronisten der Zeit malten düstere Porträts der Verzweiflung, wobei Raymond von Aguilers berühmt bemerkte: Im Tempel und auf der Veranda Salomons ritten die Männer bis zu ihren Knien und Zügeln im Blut. Solche Berichte erfassten die harten Realitäten und Brutalitäten der Belagerungskriegsführung in diesen stürmischen Zeiten. Doch inmitten des weiten Panoramas von Konflikten schimmerten persönliche Geschichten durch. Eleonore von Aquitanien, die formidable Königin sowohl von Frankreich als auch von England, begleitete ihren damaligen Ehemann Ludwig VII. Während des Zweiten Kreuzzuges. Ihre Reise voller politischer Intrigen und persönlicher Spannungen bot einen Einblick in das delikate Spiel von Macht und Beziehungen vor dem Hintergrund ausgedehnter militärischer Kampagnen. Flüstern des Unglücks, das unsichtbare Unheil des mittelalterlichen Europas. In einer Zeit, in der Kathedralen in den Himmel ragten und Minnesänger Geschichten von Ritterlichkeit sangen, wanderte ein unsichtbarer Geist durch die kopfsteingepflasterten Straßen des mittelalterlichen Europas. Während Königreiche aufstiegen und Kaiser Anspruch auf riesige Gebiete erhoben, war dieses Phantom getragen auf den Flügeln der Ansteckung, dabei einen so tiefen Schatten zu werfen, dass das gesamte Gefüge der Gesellschaft erzittern würde. Es war das mittlere 14. Jahrhundert, als die Hafenstadt Kaffa auf der Krim den Auftakt dieses makabren Dramas erlebte. Belagerungskriege waren im Gange und die angreifende Mongolenarmee, geplagt von einer unbekannten Krankheit, katapultierte infizierte Leichen über die Stadtmauern, was als makabrere Vorstufe zur biologischen Kriegsführung gesehen werden könnte. Von solch düsteren Anfängen aus würde eine Bedrohung sich ausbreiten, getragen von Flöhen, die auf schwarzen Ratten reisten und über Handelsschiffe und Handelsrouten transportiert wurden. Die Krankheit, benannt als Schwarzer Tod, aber von Gelehrten als Beulenpest bekannt, kam so heimlich, wie ihre Auswirkungen erschreckend waren. Auf belebten Marktplätzen, wo Händler feilschten und Narren unterhielten, begannen die Flüstereien.
Geschichten von Dörfern, die von einer raschen Krankheit heimgesucht wurden, von Familien, die innerhalb von Tagen dezimiert wurden und von einer Angst, dass die Welt ein jähes Ende finden würde. Zwischen den Kopfsteinpflastern von Florenz malte der italienische Dichter Giovanni Boccaccio ein lebendiges Bild von den Auswirkungen der Pest in seinem Meisterwerk Der Dekameron. Seine Worte halten die Verzweiflung einer entwurzelten Gesellschaft wider. Solch ein Schrecken wurde in die Herzen von Männern und Frauen durch dieses Unglück geschlagen, dass der Bruder den Bruder verließ und sehr oft die Frau ihren Ehemann. Doch mitten im Meer des Leids suchte der menschliche Geist auf unzählige Weisen Trost. Flagellanbewegungen gewannen an Fahrt, wobei Anhänger sich öffentlich geißelten in Buße, in dem Glauben, ihre Taten würden eine verärgerte Gottheit besänftigen. In England deutete der gespenstische Rhythmus des Kinderreims Ring a Ring o' Roses, oft mit der Pest in Verbindung gebracht, auf die kulturellen Abdrücke hin, die die Krankheit für kommende Generationen hinterlassen würde. Als der schwarze Tod nachließ und wieder aufflammte und dabei fast ein Drittel der Bevölkerung Europas in seinem ersten Durchgang forderte, entwickelten sich gesellschaftliche Strukturen weiter. Arbeitskräftemangel nach der Pandemie stärkte die Verhandlungsmacht der Bauern, was zu Ereignissen wie dem englischen Bauernaufstand im Jahr 1381 führte. Ironischerweise säte gerade das Unglück, das immense Verzweiflung brachte, die Samen für gesellschaftliche Veränderungen. Aber das Gespenst der Krankheit beschränkte sich nicht auf die Beulenpest. Lepra, ein alter Gegner, hatte lange seine Präsenz im mittelalterlichen Europa markiert. Lazarushäuser, gewidmet der Pflege der Betroffenen, schossen in der Landschaft empor. Diese Einrichtungen standen sowohl als Zeugnis für Mitgefühl als auch als düstere Erinnerung an die Zerbrechlichkeit menschlichen Daseins. Während die Jahre vergingen, traten andere Krankheiten der düsteren Prozession bei. Die Schwitzkrankheit, die das Tudor England mit Heftigkeit traf, hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in der Psyche der Epoche. Ihr schneller Ausbruch und tödlicher Ausgang fanden Erwähnung in den Schriften von Thomas Morus und Desiderius Erasmus. Beide navigierten durch die gefährlichen Gewässer dieses neuen Übels. In den Gängen der Zeit, wo Ritter und Knechte, Könige und Bettler alle wanderten, beanspruchten die unsichtbaren Feinde der Krankheit einen Platz dunkler Unterscheidung. Die Geschichten des Unglücks, die sie verursachten, die gesellschaftlichen Umwälzungen, die sie anspornten, und der unerschütterliche Geist der Menschheit, den sie testeten, vereinen sich zu einer Erzählung, die so tiefgreifend ist wie jeder Krieg oder jede Renaissance. Ketten der Erde, das verstummte Lied des mittelalterlichen Leibeigenen. Im weitläufigen Gewebe des mittelalterlichen Europas, in dem Ritter in Rüstungen galoppierten und Minnesänger Höfe im Mondschein besangen, gab es eine weniger glanzvolle Erzählung, eine von gedämpften Stimmen und gebundenen Hoffnungen. Dies war die Geschichte des Leibeigenen, für immer gebunden an die erdige Umarmung des Landes, unter den wachsamen Augen ihrer Feudalherren. Reisen Sie zu den grünen Feldern des 12. Jahrhunderts in England, wo die Sonnenstrahlen die Stirn des arbeitenden Leibeigenen küssten. Jeder Schweißtropfen, der von ihrer Stirn rann, war nicht nur ein Zeichen körperlicher Anstrengung, sondern auch bezeichnend für ein Leben, das durch unsichtbare Ketten gebunden war. Der Leibeigene, im Gegensatz zum freien Bauern, war nicht nur ein Arbeiter des Landes, sondern in vielerlei Hinsicht ein Teil des Landes selbst. Der Boden, den sie bearbeiteten, säten und ernteten, war derselbe Boden, der sie in einem Kreislauf ewiger Knechtschaft verankerte. Die Herrschaft des örtlichen Herrn erstreckte sich nicht nur über Landstriche, sondern auch über das Leben und Schicksal derer, die darauf lebten. Die Hochzeit eines Leibeigenen erforderte die Zustimmung des Herrn, und ihre Kinder, wie Jungvögel, die nie dazu bestimmt waren, weit vom Nest zu fliegen, erbten das Joch der Leibeigenschaft. Historische Aufzeichnungen hallen von Geschichten der Herren wider, die das Droit de Seigneur ausübten, ein umstrittenes und debattiertes Recht, das einem Herrn angeblich erlaubte, die erste Nacht mit der Braut eines Leibeigenen zu verbringen. Innerhalb der Steinmauern des Herrenhauses pulsierte das Leben in einem anderen Takt. Hier spielte der Herr, oft ein Vasall eines mächtigeren Adligen oder Monarchen, die Doppelrolle des Beschützers und Wohltäters. Im Gegenzug für die unermüdliche Arbeit der Leibeigenen bot er ihnen Parzellen Land zum Anbau, Schutz vor marodierenden Banden oder benachbarten Fehden und einen Anschein von Gerechtigkeit in seinem Gericht.
Doch oft waren die Wagen unausgewogen. Das berühmte Domesday-Buch, im 1086. Jahr von Wilhelm dem Eroberer in Auftrag gegeben, verzeichnete die weiten Ländereien und Ressourcen Englands und katalogisierte Leibeigene als Vermögenswerte, vergleichbar mit Vieh oder beweglichem Gut. Ihr Wert wurde nicht nach ihren Träumen oder Wünschen gemessen, sondern nach ihrer Fähigkeit zur Arbeit und Erzeugung. Aus dem Herzen Frankreichs kamen Geschichten von Leibeigenen wie Pierre, der in der Hoffnung auf Freiheit in aufstrebende Städte floh und urbanen Legenden glaubte, dass ein Jahr und ein Tag in der Stadt die Fesseln der Leibeigenschaft brechen könnten. Einige fanden einen Neuanfang, während andere entdeckten, dass der Schatten ihrer Vergangenheit auch in den verwinkelten Gassen mittelalterlicher Metropolen groß war. Inmitten dieser Chroniken gab es Momente gedämpfter Rebellion und stiller Widerstandsfähigkeit. Die Balladen der umherziehenden Minnesänger, die oft die Lobeshymnen der tapferen Ritter sangen, trugen manchmal die Untertöne der Sorgen der Leibeigenschaft. Man konnte von Emanzipationen hören, bei denen ganze Dörfer Freiheitsurkunden aushandelten und ihren Weg aus der Knechtschaft kauften. Solche Geschichten, wenn auch spärlich, boten in einem sonst trüben Horizont Lichtblicke. Die Stimmen der Leibeigenen, obwohl durch das Gewicht der feudalen Ketten erstickt, fanden Resonanz in späteren Epochen. Historiker wie Marc Bloch tauchten in die Annalen der Leibeigenschaft ein, um ihre Erzählungen zu verstärken und sie im großen Theater der Geschichte ins Zentrum zu rücken. Im Herzen des mittelalterlichen Europas, während Reiche aufstiegen und Kathedralen den Himmel berührten, schnitzte der Leibeigene mit verhärteten Händen und unerschütterlichem Geist ein Leben zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Ihrer war eine Ballade von Erde und Ausdauer, ein Lied von stiller Stärke, das durch die Korridore der Zeit hallte und zukünftige Generationen an den Preis der Freiheit und den unbeugsamen Willen des menschlichen Geistes erinnerte. Echos des Glaubens, die feurigen Prüfungen der mittelalterlichen Seele. Inmitten der weitläufigen Landschaften des mittelalterlichen Europas, wo Kathedralenspitzen den Himmel durchbohrten und gregorianische Gesänge in heiligen Korridoren widerhallten, befand sich die menschliche Seele in einem unerbittlichen Kampf. Es war ein Zeitalter, in dem der Glaube sowohl Schild als auch Schwert war, den Weg für viele beleuchtete, während er andere im Schatten ließ. Die Morgendämmerung des 12. Jahrhunderts wurde Zeuge der sich verändernden Konturen des Christentums. Während theologische Debatten in abgeschlossenen Hallen tobten, quollen die Straßen draußen über vor Flüstern von Ketzerei. Katharer im Süden Frankreichs, deren dualistische Überzeugungen im starken Kontrast zum orthodoxen Christentum standen, befanden sich im Epizentrum des Sturms. Albi, eine malerische Stadt, die in okzitanischer Kultur getränkt war, wurde zum Synonym für die Katharer-Ketzerei und gab schließlich den Begriff Albigensian her. Ihre Überzeugungen, als Herausforderung für das Fundament der Kirche betrachtet, entfachten die Flammen des Albigensian-Kreuzzugs, in dem Städte wie Béziers sowohl in metaphorischen als auch in wörtlichen Feuern verbrannt wurden. Doch die Katharer waren nicht allein in ihrer Not. Jenseits des Kanals, in den grünen Inseln Englands, zeichneten Geschichten von Verfolgung die Chroniken. Eine prominente Figur einer solchen Erzählung war Marjorie Kempe, eine Mystikerin und Visionärin. In ihrem Buch sprach Marjorie von göttlichen Offenbarungen, ihren glühenden Tränen und leidenschaftlichen Pilgerfahrten. Doch ihre unorthodoxen Ausdrucksformen der Frömmigkeit brachten sie oft ins Fadenkreuz des Verdachts, als sie am Rande der Ketzerei tanzte. In Richtung Osten nahmen die Geschichten einen anderen Farbton an. Im Herzen Iberiens, wo die Echos der Reconquista noch nachhalten, begann die Harmonie des Zusammenlebens zu schwinden. Juden, die einst unter islamischer Herrschaft gediehen hatten, sahen ihr Schicksal umgekehrt. In Städten wie Toledo und Granada schwebte das Gespenst der Inquisition, wo das berüchtigte Auto da Fe viele Seelen im Feuer verbrauchte, deren einziges Verbrechen ein Glaube war, der als fremd für die Orthodoxie galt. Während Europa mit internen theologischen Spaltungen rang, hallte der Ruf ferner Länder in den Machtzentren wider. Papst Urban II., der 1095 in Clermont auf der Kanzel stand, entfachte mit seinem Aufruf zum ersten Kreuzzug die Leidenschaft Tausender. Er sprach vom Heiligen Land, von den heiligen Straßen Jerusalems, die nun unter dem Seljuk-Joch standen. Seine Worte, Deus vult, Gott will es,
wurden zum Weckruf für eine Generation von Rittern und Bauern gleichermaßen. Doch als die Kreuzfahrer durch byzantinisches Land marschierten, wurden Orte wie Konstantinopel Zeugen der dunkleren Untertöne dieses heiligen Unterfangens, als Freund und Feind in den Wirren von Ehrgeiz und Eifer ununterscheidbar wurden. Unter den unzähligen Stimmen dieser Epoche sticht eine hervor, nicht wegen seines Schwertes, sondern wegen seiner Feder. Peter Abelard, der berühmte Philosoph-Theologe von Paris, wagte es, wo sich wenige trauten, Doktrinen in Frage zu stellen und etablierte Normen herauszufordern. Seine Affäre mit Heloise wurde zur Legende, aber es war seine Abhandlung Sic et non, die wirklich für Aufsehen sorgte. Indem er widersprüchliche theologische Quellen gegenüberstellte, bot Abelard keine Lösungen an, sondern lud die Leser zur kritischen Reflexion ein. Das Establishment jedoch betrachtete seine Bemühungen mit Besorgnis, was dazu führte, dass seine Werke auf dem Konzil von Sens als ketzerisch gebrandmarkt wurden. Stürme aus dem Norden, das donnernde Echo der Wikinger-Eindringlinge. Der kalte Wind aus dem Norden trägt Geschichten mit sich, die so alt sind wie die Zeit selbst, von wilden Kriegern und unermüdlichen Entdeckern, die es wagten, in das große Unbekannte aufzubrechen. Die Wikinger, deren Name im altnordischen Wikinger einen Piraten oder Räuber bedeutete, waren nicht nur Plünderer, sondern auch Träger einer kulturellen Welle, die das mittelalterliche Gewebe Europas neu formte. In der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts, als die Glocken der Klöster harmonisch über die friedlichen Landschaften von Northumbria in England läuteten, zeichnete sich ein Schatten am Horizont ab. Das Jahr 793 nach Christus wurde Zeuge eines Ereignisses, das Schockwellen durch die Christenheit schickte. Die heilige Insel Lindisfarne, ein Leuchtfeuer christlicher Frömmigkeit, wurde von seefahrenden Nordmännern belagert. Mönche, die einst heilige Schriften transkribierten und illuminierte Manuskripte erstellten, sahen sich nun mit dem düsteren Schauspiel wikingerischer Aggression konfrontiert. Dies war kein einfacher Überfall. Es war das laute Signal einer Ära der Erforschung und Expansion. Während Lindisfarne in den Geschichtsbüchern als Symbol dieser Überfälle verzeichnet ist, war es nur ein Kapitel in einer weitschweifenden Saga. Die Küsten Irlands mit ihrer üppigen Schönheit waren den Wikingern nicht unbekannt. Dublin, heute eine pulsierende Hauptstadt, verdankt seine Entstehung diesen nordischen Siedlern. Ebenso flüsterten die bezaubernden Wasserwege Frankreichs Geschichten von einem anderen Wikinger, Rollo, der später die Grundlagen für das Herzogtum der Normandie legte und so den Lauf der englischen Geschichte für immer veränderte. Weiter im Süden konnten selbst die mächtigen Mauern von Paris diese kühnen Entdecker nicht abschrecken. Im Jahr 845 nach Christus, so besagt es die Legende, fuhr der nordische Häuptling Ragnar Lodbrok die Seine hinauf. König Karl der Kahle von Westfranken, ein Nachfahre des mächtigen Karl des Großen, konnte nur in Furcht zusehen, wie Ragnars Männer seine geschätzte Stadt belagerten. Der Wikingerräuber, so schlau wie er furchtlos war, zog schließlich ab, aber erst, nachdem seine Schatzkammern mit 7000 Pfund Silber als Tribut gefüllt waren. Aber die Wikingergeschichte handelte nicht nur von Plünderung und Eroberung. In ihren Langschiffen, kunstvoll verziert mit Geschichten von Göttern und Monstern, segelten diese Nordmänner bis in die entferntesten Ecken der bekannten Welt. Sie wagten sich in die eisigen Weiten Grönlands, wo Erik der Rote Siedlungen gründete, und gingen sogar noch weiter, bis zu den Küsten von Vinland im heutigen Nordamerika. Ihr Einfluss beschränkte sich nicht nur auf den Westen. Viele nordische Krieger dienten in der Wahrregergarde des Byzantinischen Reiches, der Elitetruppe des Kaisers in Konstantinopel. Während ihre Kampfkraft unbestreitbar war, zeichneten die Wikinger besonders ihr Geist der Neugier und ihre Widerstandsfähigkeit aus. Ihre Sagen, mündlich überlieferte Erzählungen, erfassten nicht nur ihre heldenhaften Taten, sondern auch ihr menschliches Wesen. Die Saga von Egil Skallagrimsson zum Beispiel zeichnet das Porträt eines Kriegerdichters, dessen Verse genauso bewegend waren, wie seine Schwertstreiche heftig waren. Und dann gab es noch die rätselhafte Runenschrift, mit der sie ihre Geschichten in Steine ritzten und so ihre Reisen für immer verewigten. Inmitten dieses Gewebes aus Abenteuer und Konflikt kann man nicht umhin, über ein neugieriges Artefakt nachzudenken, die Lewis-Schachfiguren, entdeckt auf den äußeren Hebriden in Schottland. Diese fein geschnitzten Figuren aus Walross-Elfenbein mit ihren stoischen Königen, Rittern und Berserkern bieten einen Einblick in die Wikinger-Psyche. Waren es nur Spielsteine?
Oder fingen sie in ihrer stillen Eleganz das Wesen einer Ära der Erforschung ein, in der jeder Zug ein Tanz zwischen Schicksal und freiem Willen war? Schatten und Flüstern, der unheimliche Tanz mittelalterlicher Aberglauben und Hexenverfolgungen, das Murmeln des Windes, das Krächzen einer Krähe oder das Heulen einer Eule in einer Vollmondnacht, solch scheinbar harmlose Ereignisse nahmen im Mittelalter einen düsteren und prophetischen Charakter an. In einer Zeit begrenzten wissenschaftlichen Verständnisses war die mittelalterliche Welt eine Leinwand, bemalt mit den satten, oft dunklen Farben des Aberglaubens. Auf dieser Leinwand war vielleicht kein Bild so beängstigend oder faszinierend wie das vermeintliche Gespenst der Hexerei. In den dunklen Kammern von Häusern in ganz Europa wurden Geschichten von bösartigen Hexen erzählt, die auf Besenstöcken durch den mondhellen Himmel ritten oder schädliche Tränke brauten, um die Ahnungslosen zu verhexen oder zu schädigen. Solche Geschichten hatten greifbare Folgen für diejenigen, die als Antagonisten gebrandmarkt wurden. Das bloße Flüstern des Wortes Hexe reichte oft aus, um Paranoia zu entfachen. Dies war nicht nur das Produkt lebhafter Vorstellungskraft, sondern wurde auch durch die Ansicht der Kirche zu diesem Thema verstärkt. Das berüchtigte Traktat Malleus Maleficarum oder der Hexenhammer, im Jahr 1487 von dem Geistlichen Heinrich Kramer verfasst, beschrieb die Methoden zur Identifizierung, Befragung und Exekution vermeintlicher Hexen. Dieses Buch diente fast als Handbuch und befeuerte die Hexenverfolgungen, die Europa in den folgenden Jahren überziehen würden. Frankreichs Johanna von Orléans, ein Symbol der Hoffnung und des Widerstands gegen die englische Besatzung, wurde der Ketzerei und Hexerei beschuldigt. Ihre enge Beziehung zum Göttlichen wurde als verdächtig angesehen. Trotz ihrer Siege für Frankreich fand sich die junge Visionärin im Jahr 1431 in Rouen an einen Pfahl gebunden wieder. Ihre Behauptungen von prophetischen Visionen und Gesprächen mit Heiligen führten zu ihrem feurigen Ende. Auf den britischen Inseln war die Angst vor dem Übernatürlichen genauso spürbar. Schottland, mit seinen rauen Hochländern und nebligen Tälern, war ein besonders fruchtbarer Boden für Geschichten des Okkulten. König Jakob VI. Obsession mit den dunklen Künsten gipfelte in den Hexenprozessen von North Berwick in den 1590er Jahren. Nachdem er während der Rückfahrt von Dänemark mit seiner Königin Stürme erlebt hatte, war Jakob überzeugt, dass bösartige Hexen versuchten, ihn zu ertränken. Die darauffolgenden Ermittlungen führten dazu, dass über 100 Menschen beschuldigt wurden, von denen viele Folter und düsteren Enden gegenüberstanden. Doch nicht nur die Elite oder der Adel waren in dieses Netz des Aberglaubens verstrickt. Im hügeligen Land von Deutschland könnte eine alte Kräuterfrau, die Heilmittel anbietet, plötzlich beschuldigt werden, keine Heilmittel, sondern Flüche zu brauen. Eine Hebamme, nach einer Reihe von erfolglosen Geburten in einem Dorf, könnte als Hexe gebrandmarkt werden, in dem Glauben, sie würde die Seelen der Neugeborenen aussaugen. Oft hatten diese Jagden und Prozesse Untertöne gesellschaftlicher und politischer Machenschaften. Die Angeklagten waren häufig Außenseiter, Menschen, die nicht in das gesellschaftliche Muster passten oder Personen, mit denen es alte Rechnungen zu begleichen gab. Vorwürfe der Hexerei wurden zu bequemen Werkzeugen, um Bedrohungen zu marginalisieren und zu beseitigen. Dieser Strudel der Paranoia erfasste sogar intellektuelle Kreise. Der renommierte Philosoph Johann Weyer wagte es im 16. Jahrhundert, die vorherrschenden Vorstellungen in Frage zu stellen. Er vertrat die Ansicht, dass viele, die der Hexerei beschuldigt wurden, an psychischen Erkrankungen litten und von Ärzten betreut statt verfolgt werden sollten. Seine fortschrittlichen Ansichten stießen jedoch bei Zeitgenossen, die sie als ketzerisch ansahen, auf Gegenwind. Ernten, Hunger und Hoffnung. Das gastronomische Glücksspiel mittelalterlicher Mahlzeiten. Inmitten der Tapisserien mittelalterlicher Geschichten, durchwoben von Ritterlichkeit und Eroberungen, bleiben die bescheideneren Geschichten der täglichen Ernährung oft im Schatten. Doch jede Schüssel Brei, jede Scheibe grobes Brot und jeder Krug Bier erzählt die Geschichte eines Volkes, das ständig auf dem zarten Grat zwischen Nahrung und Bedürfnis tanzte. Die mittelalterlichen Küchen mit ihrem knisternden Feuer und den köchelnden Töpfen waren besonders in den unerbittlichen Wintern ein Zufluchtsort. Doch unter der Wärme und dem verlockenden Aroma lag ein Glücksspiel, ein Spiel des Zufalls mit jedem Bissen und jedem Schluck.
Ohne die Annehmlichkeiten der modernen Konservierung war das Essen auf dem mittelalterlichen Tisch oft ein zweischneidiges Schwert, das einerseits Nahrung versprach und andererseits potenzielle Krankheiten in sich barg. Die Kunst der Lebensmittelkonservierung war eine Mischung aus Tradition und Innovation. Techniken wie Salzen, Trocknen und Fermentieren wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Doch selbst diese jahrhundertealten Methoden waren kein Gegner für das launische europäische Klima. Die heißen Sommer konnten Getreidevorräte verderben, sie schimmelig machen und zu Ergotismus führen, einem tödlichen Zustand, der im Volksmund als Sankt Antonius Feuer bezeichnet wird. Diese Erkrankung, die durch den Verzehr von pilzinfiziertem Roggenbrot entsteht, führte zu Halluzinationen, schmerzhaften Krämpfen und in vielen Fällen zu Wundbrand. Wenn die Bedrohung durch Krankheiten nicht abschreckend genug war, schwebte das Gespenst der Hungersnot groß über ihnen und warf Schatten der Verzweiflung. Die Jahre 1315 bis 1310, bekannt als die große Hungersnot, sahen, wie unerbittliche Regenfälle die Ernten in ganz Nordeuropa zerstörten. Flüsse traten über die Ufer, Vieh ertrank und Getreidespeicher verwandelten sich in faulende Kloaken. Chroniken der Zeit, wie die des walisischen Priesters Adam von Usk, erzählen Geschichten von Verzweiflung, in denen Familien ihre Häuser verließen und Menschen dazu gezwungen waren, Pferdefleisch, Hunde, Katzen und in den dunkelsten Zeiten sogar andere Menschen zu essen. Doch auch im Überfluss war nicht alles fröhlich. Die Aromen, die die Tische des mittelalterlichen Europas schmückten, waren eine neugierige Mischung. Eine beliebte Delikatesse war der Stockfisch, getrockneter Kabeljau aus den fernen nördlichen Meeren, oft geschlagen, um ihn vor dem Kochen zu zärteln. Da sie keinen Zugang zu Tomaten hatten, eine Entdeckung der neuen Welt, wurden die Soßen mit Brot verdickt und schwer mit Gewürzen wie Pfeffer, Nelken und Zimt gewürzt, nicht nur wegen des Geschmacks, sondern in der Hoffnung, den Beginn des Verderbs zu verdecken. Wein, der aufgrund des Fermentationsprozesses als sicherer als Wasser galt, wurde in großen Mengen konsumiert, wenn auch oft verdünnt. Aber ohne Kenntnisse der Pasteurisierung war Milch ein riskantes Getränk, was zu einer Vorliebe für Käse und Butter führte. Königliche Feste, obwohl in ihrer Ausbreitung großartig, waren nicht ohne Risiken. König John von England, der Monarch, der die Magna Carta unterzeichnete, soll im Jahr 1216 an Dysenterie gestorben sein, möglicherweise nach einem Festmahl mit einem Übermaß an Pfirsichen und neuem Apfelwein. Mittelalterliche Märkte, auf denen Verkäufer ihre Produkte feilboten, waren eine sensorische Überladung. Das Fehlen von Kontrollen bedeutete, dass Verfälschungen an der Tagesordnung waren. Der Bäcker könnte Kreide oder Sägemehl untermischen, um die Mehrlieferungen zu strecken, während die Bierbrauerin das Bier mit zweifelhaften Wasserquellen verdünnen könnte. Tatsächlich gaben diese Praktiken Anlass zu dem A Size of Bread and Ale in England, einer Reihe von Vorschriften, die den Preis, das Gewicht und die Qualität dieser Grundnahrungsmittel festlegten. Trotz der Gefahren gab es einen unbeugsamen Geist, eine Widerstandsfähigkeit, die das mittelalterliche Volk auszeichnete. Sie schätzten ihre bescheidenen Linsen, Bohnen und Getreide und machten das Beste aus dem, was ihnen die Jahreszeiten schenkten. Die Klostergärten blühten mit Kräutern, nicht nur zur Heilung, sondern auch, um den Mahlzeiten Würze zu verleihen. Flüsse des Bedauerns. Die verdreckten Straßen mittelalterlicher Metropolen. In den düsteren Gassen und belebten Marktplätzen mittelalterlicher europäischer Städte erwachte ein Mosaik menschlichen Schaffens, unterbrochen von den Rufen der Händler, dem Klappern von Pferdehufen und dem Läuten der Kirchenglocken. Doch unter diesem Lebensgeflecht flossen unsichtbare Flüsse, Bäche von Abfällen, Überreste von Mahlzeiten und Erinnerungen an das rudimentäre Verständnis von Hygiene der damaligen Zeit. Die Vorstellung einer sauberen, gepflasterten Straße wäre für einen mittelalterlichen Bewohner so fantastisch gewesen wie eine fliegende Kutsche. Die Straßen von Städten wie London, Paris oder Rom, obwohl lebendige Zentren von Handel und Kultur, ähnelten kaum ihren modernen Pendants. Anstelle von geordneten Gassen und Wegen waren viele mittelalterliche Straßen schlammige Sümpfe, in denen Abfälle aller Art frei vermischt wurden. Eine bemerkenswerte Kuriosität dieser Epoche war der Nachttopf, ein nächtlicher Begleiter für viele. Mit der Morgendämmerung fanden dessen Inhalte oft ihren Weg aus den Fenstern mit dem gebräuchlichen Ruf »Gardez l'eau«, Achtung vor dem Wasser, einem Vorläufer des modernen Kopf hoch.
Dieses unappetitliche Morgenritual, besonders in dicht besiedelten Städten, bedeutete, dass Fußgänger mehr als nur einen guten Orientierungssinn benötigten. Agilität und schnelle Reflexe waren genauso wichtig. Obwohl einige mittelalterliche Städte über rudimentäre Entwässerungssysteme verfügten, wurden diese oft schlecht gewartet und waren ineffizient. Die Cloaca Maxima, der große Abwasserkanal des antiken Rom, war zu Zeiten des Mittelalters nur noch ein verstopfter Schatten ihrer selbst geworden. Ähnlich war es in London, wo der Fleet River, der einst eine schiffbare Wasserstraße war, aufgrund des unkontrollierten Müllabwurfs zu einem trägen Schlammstrom wurde. Aber warum diese allgemeine Gleichgültigkeit gegenüber Sauberkeit? Ein Grund waren die vorherrschenden medizinischen Theorien der Zeit, basierend auf der Humoral-Theorie, bei der das Gleichgewicht der vier Körpersäfte die Gesundheit bestimmte, wurde Umweltsauberkeit nicht direkt mit persönlicher Gesundheit in Verbindung gebracht. Das Baden, das zu römischen Zeiten eine gemeinschaftliche und gesellschaftliche Aktivität war, ging in der Beliebtheit zurück. Zur Zeit der Pest im 1665 riet eine wohlmeinende Broschüre den Londonern, öffentliche Bäder zu meiden, damit durch die Nutzung des Dampfbads die Säfte nicht verdünnt, die Poren des Körpers geöffnet und so anfälliger für die Ansteckung werden. Historische Persönlichkeiten waren nicht vor diesen hygienischen Herausforderungen geschützt. Die großen Paläste der Monarchen mit ihren vergoldeten Kammern und tapezierten Hallen hatten ihre eigenen Probleme. Versailles, der prächtige Sitz der französischen Monarchie, hatte keine Toiletten für seine Tausenden von Hofleuten. Stattdessen trugen oft Flure und Treppenhäuser die Last dringender Bedürfnisse. Um den Gerüchen des städtischen Umfelds entgegenzuwirken, wurden eine Vielzahl von Parfums, Riechkugeln und duftenden Taschentüchern unverzichtbare Accessoires für die Elite. Königin Elisabeth, die erste von England, berühmt für ihren alabasterfarbenen Teint, soll sich einmal im Monat gebadet haben, eine Frequenz, die von vielen ihrer Zeitgenossen als übermäßig angesehen wurde. Doch trotz dieses olfaktorischen Ansturms keimten die Samen des Wandels. Visionäre wie Johann von Salisbury im 12. Jahrhundert kritisierten den Schmutz der Städte und verglichen Paris mit einem Misthaufen. Im 16. Jahrhundert tauchten städtische Vorschriften auf, die vorschrieben, wo und wie Abfälle entsorgt werden sollten, was auf ein sich entwickelndes Verständnis von städtischer Hygiene hindeutet. Geflüster und AMP Wagenrillen. Der langsame Tanz der Distanz im Mittelalter. Im großen Gewebe der Zeit entfalten sich das Mittelalter als ein Chiaroscuro von Ereignissen, Momente der Erleuchtung verwoben mit Schatten der Begrenzung. Eine der leiseren Farbtöne dieser Epoche war die Herausforderung der Mobilität und Kommunikation. Eine Reise, die die Moderne vielleicht als einfache Tagesfahrt abtun könnte, konnte sich im Mittelalter in eine gefährliche Pilgerreise verwandeln. Die Landschaft selbst schien sich gegen den Reisenden zu verschwören. Straßen, wo sie existierten, waren häufig nicht mehr als Schmutzpfade, die sich beim kleinsten Nieselregen in Schlammgruben verwandelten. Das römische Straßennetz, einst die Arterien eines riesigen Reiches, verfiel und wurde oft von der Natur zurückerobert oder durch jahrelangen Verfall unbrauchbar gemacht. Doch der Zustand der Straßen war nur eine Herausforderung. Haupt- und Nebenstraßen waren oft vom Geist von Gesetzlosen heimgesucht. Der legendäre Robin Hood, der in den grünen Tiefen des Sherwood Forest lauerte, mag in Lied und Geschichte gefeiert werden. Aber weniger bekannte Banditen und Briganten waren der Schrecken vieler Reisender. Eine Ermahnung, hüte dich vor dem Straßenräuber, war nicht nur Stoff für Lagerfeuergeschichten, sondern eine sehr reale Vorsicht für diejenigen, die sich außerhalb bekannter Grenzen wagten. Diese Widrigkeiten machten die Aussicht auf Reisen entmutigend. So sehr, dass für viele das Leben durch die Horizonte ihres Geburtsortes begrenzt wurde. Ein Dorf, eine Stadt, vielleicht eine nahegelegene Stadt, das waren die Grenzen ihrer Welt. Reisen war oft das Privileg oder die Pflicht von Kaufleuten, Pilgern, Boten und Soldaten. So gravierend war die Situation, dass im 12. Jahrhundert in England Heinrich II. Eine Rechtsreform namens Assizes of Arms einführte, um sicherzustellen, dass die Straßen für die Sicherheit und Schnelligkeit der königlichen Boten frei von Hindernissen gehalten wurden. Wenn jedoch die physische Reise mit Herausforderungen behaftet war, war das ätherische Reich der Kommunikation nicht weniger labyrinthartig. Der Gedanke an Sofortnachrichten wäre so abwegig gewesen wie ein Drachenflug. Stattdessen wurden Nachrichten Kurieren anvertraut, die sie über Berge, Täler, Wälder und Ebenen trugen.
Nachrichten reisten nur so schnell wie das schnellste Pferd oder Schiff. Die Reisen des berühmten islamischen Gelehrten Ibn Battuta erstreckten sich über 3 Jahrzehnte und umfassten einen Großteil der bekannten Welt, aber Nachrichten von seinen Abenteuern kamen in Bruchstücken und Geschichten zu seinem Heimatland zurück, geflüstert in Karawansereien und auf Marktplätzen. Historische Figuren waren sich dieser Einschränkungen wohl bewusst. Richard des Löwenherzens Gefangennahme in der Nähe von Wien im 1992. Jahr blieb seinen Untertanen in England viele Wochen lang unbekannt. Stellen Sie sich die moderne Welt vor, die so lange auf Nachrichten wartet, adrift in einem Meer aus Unsicherheit, Spekulation und Gerüchten. Manchmal nahmen die Kommunikationsmittel ungewöhnliche Formen an. In skandinavischen Kulturen wurden Runensteine errichtet, die Inschriften trugen, die oft sowohl als Denkmäler als auch als Botschaften dienten, Geschichten von fernen Reisen erzählten oder bemerkenswerte Ereignisse verewigten. Obwohl sie statisch waren, flüsterten diese Steine Geschichten denen zu, die anhielten, um sie zu lesen. Ebenso erstreckte sich im Byzantinischen Reich ein komplexes System von Leuchtfeuern und Wachtürmen von den Grenzregionen zurück zur Hauptstadt, Konstantinopel. Diese signalisierten Einfälle oder Bedrohungen und nutzten eine kodierte Sprache aus Rauch und Feuer, um sicherzustellen, dass Nachrichten von Grenzgefechten innerhalb von Stunden statt Tagen beim Kaiser ankamen. Im schwachen Schein von Talg und Gezeiten, die strenge Ästhetik des mittelalterlichen Lebens, lange bevor das Summen von Elektrizität oder das Brummen von Zentralheizungen erklang, bewegte sich die Welt in einem anderen Rhythmus. Es war eine Welt, in der die goldene Kugel der Sonne den Alltag bestimmte und das silbrige Leuchten des Mondes Geschichten in die gedämpfte Dunkelheit flüsterte. Das Mittelalter mit all seinen Geschichten von Pracht und Ritterlichkeit war auch eine Zeit, in der die einfachen Annehmlichkeiten, die wir für selbstverständlich halten, selbst dem opulentesten Monarchen unerreichbar waren. Jedes Morgengrauen über das ganze Gewebe Europas erwachten die Dorfbewohner nicht durch das Dröhnen eines Weckers, sondern durch das erste Licht, das durch hölzerne Fensterläden drang oder durch das Krähen des hauseigenen Hahns. Häuser, von der einfachsten Hütte bis zum prächtigsten Schloss, blieben ohne das Wunder der elektrischen Glühbirnen. Stattdessen kam das Licht von flackernden Talgkerzen oder Öllampen, deren schwaches Leuchten lange Schatten warf, die mit der Fantasie tanzten und Geschichten von Geistern, Kobolden und anderen nächtlichen Kreaturen hervorbrachten. Der berühmte Philosoph Thomas von Aquin, der seine zahlreichen Werke verfasste, hätte sich auf solch ein schwaches und rauchiges Licht verlassen müssen. Sich seinem Pergament nahe beugend, seine Augen im spärlichen Licht anstrengend. Es wird gesagt, dass König Eduard III. Von England, begeistert vom Lesen, jeden Winter 50 Pfund Wachs für Kerzen bestellte, um sich während der langen Nächte seinem Hobby hinzugeben. Aber Beleuchtung war nur ein Fragment des Mosaiks des mittelalterlichen Lebens. Als die beißende Winterkälte einsetzte, gab es kein Thermostat zum Hochdrehen oder keine elektrische Decke, unter die man sich kuscheln konnte. Stattdessen kam die Wärme von großen Herden oder kleineren Kaminen, um die sich Familien scharten, Geschichten und Lieder teilend. An Orten wie Island mit seinen spärlichen Holzressourcen wurden Torf und Torf zu den bevorzugten Brennstoffen, deren stechender Rauch in den Häusern ein vertrauter Duft war. Schlösser, trotz ihrer steinernen Pracht, konnten eisige Mausoleen werden, was die Bewohner veranlasste, sich in Pelzschichten zu kleiden und sich in den kleineren Kammern zu versammeln, wo die Wärme leichter zu halten war. Wasser, jenes lebenswichtige Elixier, war ein Abenteuer für sich. Ohne Wasserhähne, die sauberes und gefiltertes Wasser hervorbrachten, wurde das Holen von Wasser zu einem täglichen Ritual. Flüsse, Bäche oder Gemeinschaftsbrunnen wurden zu zentralen Treffpunkten von Siedlungen und Geselligkeit. Maid Marian wäre sie eine echte Figur gewesen, hätte vielleicht am Dorfbrunnen Höflichkeiten mit Nachbarn ausgetauscht. Das Gefäß auf ihrer Schulter ein Zeugnis für die Mühe der Aufgabe. Historische Aufzeichnungen berichten von Londons Great Conduit, einem mittelalterlichen Wasserversorgungssystem, das frisches Wasser aus Quellen außerhalb der Stadt brachte, ein Beweis für den Erfindungsreichtum der Epoche. Doch trotz all der Mühen und Probleme war dies eine Ära, die eine tiefe Wertschätzung für die einfachen Freuden kultivierte. Das sanfte Leuchten einer Kerze wurde zu einem Zufluchtsort der Ruhe. Ihr sanftes Flackern
ein Balsam für die müde Seele. Die Wärme eines Kamins, um den sich Familien versammelten, förderte Bindungen von Verwandtschaft und Kameradschaft, um die so mancher moderner Mensch vertieft in digitale Bildschirme beneiden könnte. Jeder Tropfen Wasser, mühsam aus Brunnen oder Bächen gewonnen, war ein flüssiges Juwel, das mit jedem Schluck Dankbarkeit lehrte. Vielleicht malt Geoffrey Chaucer in seinen Canterbury Tales das lebendigste Bild dieser Epoche. Seine Pilger, vom Ritter bis zum Müller, reisten weite Strecken, trotzen den Elementen ohne den Komfort von beheizten Kutschen oder LED-Laternen, zogen Wärme aus gemeinsamen Geschichten und der Kameradschaft der Mitreisenden. Während die Schatten vergangener Zeiten zu einem Ende kommen, werden wir an die Zähigkeit unserer Vorfahren erinnert, das eigentliche Sehnen und den Geist, der die Geschichte formte. Das Mittelalter, ein Gewebe aus Mut und Wechselfällen, ist nicht nur ein Kapitel aus unseren Lehrbüchern, sondern ein Zeugnis menschlicher Ausdauer. Hätten wir, gewöhnt an unseren modernen Komfort, in einer Epoche ohne Elektrizität, Antibiotika oder Netflix überlebt? Sir Thomas Morus bemerkte einmal: Die Zeiten sind nie so schlecht, dass ein guter Mensch nicht in ihnen leben kann. Doch die Frage bleibt: Hätten wir uns inmitten des Tumults der mittelalterlichen Zeiten behaupten können? Denken Sie darüber nach, während wir uns von einer Welt verabschieden, die ebenso herausfordernd wie charmant war. Bis zu unserer nächsten historischen Reise, lebt wohl!